Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guck mal hier, die Herrschaften. Wir haben extra gesagt, komm, machen wir das. Hey, guck mal hier, das ist doch nicht wahr. Hör mal, dürfen wir überhaupt filmen? Man darf das ja gar nicht, ne? Überleg mal, ich filme dich jetzt und veröffentliche das. Dann Rechtsanwalt. Das, weißt du, was da los ist? Guck mal hier, guck mal. Das ist doch nicht normal, ne? Das Auto muss in die Halle, das muss weitergehen. Das ist so, und dann sagt meine Frau irgendwann, sagt sie, die Kunden, die kommen raus, strubbelige Haare, stehen vorne hier. Ja, können Sie uns eine Tasse Kaffee machen, was natürlich auch selbstverständlich ist. So, und dann hat meine Frau gesagt, das machen ja meine Frauen. Da bin ich ja ganz raus hier. Dann haben die gesagt, weißt du was, die Leute frühstücken hier fertig. Ne? Wir haben auch normal so einen Kühlapparat, der muss jetzt auch wieder runter, aber extra gekauft, ganz teures Ding, wo da alles drin ist. Gut, durch die Pandemie ist das eingeschränkt. Alles muss doppelt verpackt sein, jeder selbst, ne? So wie sich das gehört. Das muss so wie dann im Hotel auch läuft. Ne? Überall ist noch immer noch hier dieser Schutz. Kannst nicht die Wurst offenlegen, so weit sind wir noch nicht. Ne? Das wird noch alles ein bisschen dauern. Da machen die Frauen dann alles morgens fertig, die kommt eine Stunde her, die verpackt hat alles, frische Wurst, wir kriegen jeden Tag vom Metzger Wurst, dann verpacken die das schön einzeln, das hat alles auch so ein bisschen den Hygieneanforderungen entspricht. Ne? Und ja, aber ich muss sagen, was uns so die Kunden gesagt haben, ja, Mensch Kinder, ich bezahle euch das Frühstück, das ist mir doch, aber dann sage ich ganz einfach, wir sind anders, das sage ich im Video, wir sind anders und das muss auch so sein. Guck mal, hier schon für den nächsten Gast gedeckt. Das mache ich nicht heute für einen Film, das könnt ihr alle. Das läuft schon über ein Jahr. Nur ich konnte das nie mal so zeigen, weil jetzt durch die Pandemie ist das ja gelockert worden. Vorher sagen die, da sitzen da die Frische, das ist verboten. Weißt du, wie die bekloppten YouTuber sind? Die haben doch manchmal eine Waffel. Du weißt doch, wie die ist. Aber wir dürfen ja jetzt wieder. Und guck mal, draußen sitzt auch eine Familie und frühstückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das mache ich doch gern. Das ist scheiße, auf 10 Euro oder 8 Euro, was so ein scheiß Frühstück kostet. Aber die Leute, die kommen um 6:45 aus dem Auto raus. Oh, guten Morgen, welches Tor muss ich rein? Das ist scheiße. Die Leute können doch nicht um 5:30 aufstehen und zu frühstücken. Ja? Ich bin auch Camper, ich weiß, wie das ist. Ne? Und da haben meine Frauen gesagt, die Leute frühstücken hier. Und das wird jetzt auch die nächsten Jahre wird das so bleiben. Na, hier kommt wieder unsere große Kühltheke, haben wir gekauft, ganz toll. Da können die sich dann alleine rausnehmen, ist alles gekühlt. Jetzt kommt alles immer aus dem Raum. Aber ich finde das immer ein ganz großes Kino, was die Frauen hier machen. Und darum sage ich in allem, viele Leute, die sagen mir, auch gestern wieder zwei Kunden, man muss hier hin. Herr Tönsdorf, man muss hier hin. Das ist einfach alles anders. Ja? Dann fängt doch schon an, du bist in der Werkstatt, du hast die Toilette voll. Ist ja nicht so schlimm. Gestern hat die auch über die Ecke leer gemacht, über die Hecke leer gemacht. Das ist so. Nein, ich habe das ganze Paket richtig angefangen. Ich habe den Betrieb richtig aufgebaut. Du kommst hier, du bist Camper, du brauchst eine Stromsäule, du musst die Toilette leer machen, du brauchst Frischwasser. Das hat mich alles einen Haufen Geld gekostet. Ich brauche das nicht. Ich muss da keine Säule hinmachen und Toilette. Ne? Wenn du hier dir was einbauen lässt und hast die Toilette voll, das ist dein Problem. Und das ist auch dein Problem. Aber ich habe das alles gemacht. Ja? Für mein Auto die Toilette leer machen, das kann ich. Aber ich habe viel Geld dafür bezahlt und habe das alles ordentlich gemacht. Und das mit dem Frühstück kann ich echt nur, das muss ich meinen Frauen sagen, man fühlt sich auch wohl, auch mit der Grill. Ja, mit die Grillecke da gestern. Hör mal, Kinos, der scheiß Grill kostet 200 Euro. Aber dann stellst du den Grill dahin, da sage ich ja auch, das steht auf der Homepage, wenn der Kunde kommt, wir haben immer einen Sack Holzkohle in der Ecke stehen, wenn du dir deine Kondens mit 60 Euro, mach abends den Grill wieder sauber, verlass den Platz ordentlich. Ja, und das ist hier nicht nur eine Werkstatt. Liebe Camper, das ist hier nicht nur eine Werkstatt, das ist hier, das ist Familie. Das ist Familie, was wir hier machen. Das ist eine ganz andere Liga. Und nicht nur die Karre da rein und hinten auf dem Hof, irgendwo in eine Scheune, in der Werkstatt. Das ist hier anders. Und da bin ich auch bei den Frauen immer sehr stolz drauf. Ich habe ein Vermögen bezahlt für die Sitzbänke da, die 50 Jahre alten. Ach, hast du früher Stühle gehabt mit Tisch? Ein Jahr, pack. Ja, da kommen ja auch schon mal solche Kerle wie ich, ne? Und dann ist normal Kratzstuhl kaputt. So, jetzt habe ich gesagt, Andrea, so wie die Raststätten das haben, kennst du, wenn du eine Pause. Ich sag, so was möchte ich machen, weißt du, so eine Tischplatte, da steht schon seit 1948, steht das schon an der Raststätte und geht nicht kaputt.
Da habe ich 5 Stück von gekauft. Nee, hinten um die Grillecke. Ja, 6.000 Euro. 6.000 Euro bist du quitt. Habe ich alles gemacht, ja. Die Blumen, das muss so sein. Du musst ein Vorzeigebetrieb sein. Fühlt sich aber wohl. Ja, die Camper, die hier hinkommen, die kommen immer wieder. Die sagen das auch. Der eine Camper sagt, wir kriegen ja nur eine Kleinigkeit, aber wir können so schön frühstücken. Und die Leute sind so lieb, dann tun sie 5 Euro Trinkgeld oder Kaffeekasse. Aber die fühlen sich wohl, die kommen gerne. Und nie nur, roll doch auf, fahr rein, ja, Toilette kannst du leer machen. Wir sind um 4 Uhr fertig, kannst um 5 Uhr fahren, dann kannst du an Raststätten leer machen. Das Paket ist ja anders. Das ist eine ganz andere Liga. So, dann wollen wir mal eben kurz gucken, was die Jungs da hinten machen. Ja, das ist... Aber hör mal, das ist doch herrlich hier, ne? Sag mal ehrlich. Gibt es nirgendwo und ich möchte da auch wieder einzigartig sein und bleiben. Ja? Komm, wir gehen mal gucken, wo die anderen rumschwirren. Ja, das ist ein bisschen voll heute Morgen hier wieder. Ich habe mein Auto mal rausgefahren. Oh, ich war happy. Ich habe gerade 36 Ampere Ladestrom gehabt. So. Gleich kommen noch 3 Autos. Ich weiß gar nicht, wie ich das alle hier wegkriegen soll. Gerd, deine Grube ist frei. Was soll das? Ja. Hast du den Kasten gerade raus? Ja, da kommt jetzt der... Ich glaube, der Hobby kommt jetzt rein. Ja, hier muss ich auch mal was zu sagen. Gestern auf dem Hof 5 Reisemobile. Wir wollen alle eine Beratung, Kinder, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Ihr müsst einen Termin holen. Das geht nicht. Ja? So, und ich bin absolut gegen Samstagarbeit, aber ich glaube, diese Woche Samstag muss ich einmal, ich habe da noch einen riesen Morello stehen, den habe ich auf Termin angenommen, der kriegt wieder, ja, ihr seht, die Autos stehen, ich sag mal nur so eine kleine Nummer. Hier stehen 95.000 Euro. Nicht vom Autowert, was die reinkriegen. So, baue ich nicht in einem Tag. Ne? Und darum sage ich immer, wenn ihr kommt, meldet euch an, holt euch einen Termin. Da stehen 5 Leute auf dem Hof, dann Florian muss raus, die Autos alle gucken, was ist an den Autos, was muss da rein. Der Nächste, der ist den ganzen Tag draußen, der fehlt mir. Immer einen Termin holen. Na, sieht ihr, ist immer randvoll hier, randvoll. Ja, liebe Camper, das war mal so ein kleiner Einblick, ich weiß gar nicht. Hier haben wir schön Hümer auf Mercedes, ne? Ah, das ist schön Mercedes, ich hätte auch gerne Mercedes, sag ich ganz ehrlich. Ja? Und die Problematik, alle gut zuhören mit dem Ducato, mit dem Laden, fahrt zu eurem Händler. Stell das Auto ab, sag, du hast keinen Ladestrom. Fiat hat da richtig die Kacke am Dampfen. Und du kannst nicht mit einem Reisemobil in Urlaub fahren, wo die Batterie vorne teilweise 11 Volt hat und der Aufbau hat gar nichts. Ja, dann könnt ihr nicht fahren, müsst ihr das Auto stehen lassen. Ne? Morgen kommt schon wieder einer, da hat keinen Strom. Ne? Und ihr seht ja selber, ne? Kinders, guck mal, der eine Brieftasche schon hat hier. Ne? Guckt euch das mal an. Die kriegen ja... Ich will halt gar nicht sagen, was die reinkriegen. Da kannst du bei jedem Auto noch ein kleines Wohnmobil dazu kaufen. Ja, und dann immer bitte Termin holen. Wir sind am Limit. Wir können nicht mehr bauen. Ja? Ich suche ja auch noch 2 gute. Hey, morgen, Schatzi. Morgen. Dich brauche ich gleich mal eben. Und wenn da mal 1-2 Leute Lust haben, ja, ich suche noch einen Schreiner, ich suche noch einen Elektriker, weil wir sind. Es ist einfach zu viel Fahrzeuge, viel zu viel Fahrzeuge. Ne? Und da wäre schön, da kommen die, trudeln die alle ein. Wir sind hier 16, 17 Leute, also 20 müssten wir mindestens sein, Sebastian. Ja. Und dann morgen, dann sind wir, da kommt der Nächste, da sind schon 3 dran. Ja, so sieht es halt aus. Wir wollten nur mal so einen kleinen Einblick geben. Wir sind anders. Daumen hoch.